Literatur im Foyer mit Thea Dorn. Herzlich willkommen, liebe Freunde der Mitternacht, zu Hause und hier im alten E-Werk in Baden-Baden. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer letzten Sendung vor der Sommerpause. Wir wollen Ihnen heute verraten, welche Bücher Sie unbedingt an den Strand oder auf den Berg mitschleppen müssen und womit Sie Ihr Reisegepäck nicht zu beschweren brauchen. Sollten die Falken von Hilary Mantel, der zweite Teil ihrer preisgekrönten Tudor- oder Thomas-Cromwell-Trilogie, sollten die Sie in Ihren Urlaub begleiten? Oder müssen Sie es gar mit Europe Central aufnehmen, dem 1000-Seiten-Roman des amerikanischen Schriftstellers William T. Folman, der über Europa erzählt im Zangengriff zwischen Stalinismus und Hitlerfaschismus? Deutsche Literatur soll bei uns selbstverständlich nicht zu kurz kommen. Sabine Peters erzählt Hamburg als Narrengarten, möglicherweise die ideale Lektüre, um an die Waterkant zu fahren. Und last but not least wollen wir über den berühmten Roman des japanischen Schriftstellers Haruki Murakami reden. Er ist vor 13 Jahren schon einmal auf Deutsch erschienen. Damals hieß er noch Gefährliche Geliebte. Jetzt heißt er südlich der Grenze, westlich der Sonne. Der alte Titel war einfacher. Wir wollen sehen, ob sich die Neuübersetzung gelohnt hat. Und einige von Ihnen werden sich vielleicht erinnern, just dieser Roman sorgte damals vor 13 Jahren für das finale Zerwürfnis im literarischen Quartett. Und ich bin gespannt, welche Gürtellinien wir heute unterschreiten werden, wenn wir uns ins Gemenge werfen. Wir vier, das heißt meine Literatur im Foyer-Kollegin Felicitas von Lovenberg und Literaturchefin der FAZ, Literaturchef der Zeit Ijoma Mangold und Dennis Scheck, der Mann, dem die Bücher vertrauen, seit vielen Jahren Literaturredakteur beim Deutschlandfunk und das Gesicht von Druckfrisch. Ihnen drei allen herzlich willkommen. Danke. Frau von Lovenberg, können Sie in Ferien eigentlich noch so richtig urlaubsentspannt lesen? Oder ist das die Zeit, wo gleich schon vorgearbeitet wird für alles das, was im Herbst beruflich ansteht? Das eine schließt ja zum Glück das andere nicht ganz aus. Nein, aber absolut. Ich finde, da ich immer und überall versuche zu lesen, also irgendwie selbst an völlig absurden Orten, wie beim Zähneputzen oder so, das dauert ja auch irgendwie 3 Minuten, kann ich das absolut, wenn man dann wirklich Zeit lesen hat. Beim Zähneputzen? Ja, ich lese auch manchmal beim Treppensteigen. Also jetzt vielleicht nicht gerade so schwere Bücher, aber jedenfalls manchmal auch nur E-Mails. Aber doch, das kann ich absolut. Ich kann dann auch vergessen, wohin mich dann die Bücher wieder führen, nämlich an den Schreibtisch. Ja, ich glaube, es gab mal so ein Lied von Friedrich Holländer. Ich habe es im Stehen getan, im Sitzen und im Gehen getan. Ich glaube, er meinte was anderes. Er meinte nicht lesen. Dennis Scheck, tun Sie es auch im Stehen, Gehen und... Dafür ist die Sendezeit doch noch nicht weit genug vorangeschritten, um Ihnen da ganz Auskunft zu geben. Ich glaube, da müssten wir dann nach 1 Uhr ausgestrahlt werden. Aber ich beziehe es mal auf den Urlaub, der tatsächlich jetzt mich demnächst eilen wird. Und ich bin gerade in jener köstlichen Situation, wo man den Urlaubsstapel sich zurechtlegt. Also das Berufliche, gebe ich zu, habe ich natürlich auf dem E-Book-Reader. Weil es da meistens eben nur Fahnen gibt, wenn man nicht das Glück hat, dass man die Originale lesen kann. Aber jetzt kommen so die Privatlektüren und ich schlich so ein bisschen rum, Mann ohne Eigenschaften, Krieg und Frieden oder doch irgendwas Antikes, die Vorsokratiker. Und ich glaube, es wird auf die Vorsokratiker hinauslaufen. Sie fahren irgendwo hin, wo es nicht so richtig aufregend ist, oder? Ich fürchte sogar, ich meine, so ist es ja oft, dass man sich zu viel vornimmt. Da, wo ich hinfahre, da kommen die Vorsokratiker sozusagen her. Okay. Also das ist wie im beim Essen Sinne auch. Ja, stay local. Ja. Herr Mangold, haben Sie auch so zwei unterschiedliche? Also ich kenne das von mir. Ich lese, wenn ich tatsächlich beruflich jetzt für eine Sendung lesen muss, wirklich anders. Also mit dem Markierstift in der Hand und zack, durch. Ach so, nee, ich lese immer mit Bleistift, den kriege ich nicht mehr weg. Das also auch wenn Sie privat lesen? Auch wenn ich privat lese. Aber die Bücher unterscheiden sich doch sehr gewaltig. Und der Urlaub ist für mich schon auch immer eine große Freude, weil ich weiß, jetzt kann ich endlich wieder die Klassiker lesen. Wir haben jetzt neuerdings eingeführt, dass wir unser Quartett einmal im Jahr den Klassikern widmen. Das ist dann fast schon wie Urlaub im November. Genau. Aber jetzt im Sommer wird es bei mir, glaube ich, die Brüder Karamasow sein, die ich nämlich noch nicht kenne. Wow. Okay, jetzt kommen wir aber zur Gegenwart, beziehungsweise zu dem, was in der Gegenwartsliteratur sich so tut.
Frau von Lovenberg, Sie wollen uns den ersten Roman vorstellen, ja, um den es heute geht. Hilary Mantel, Sie halten ihn schon hoch, Sie haben auch schon gesagt, das ist eigentlich der zweite Teil einer Trilogie dieser englischen Schriftstellerin. Der erste Teil hieß Wölfe, hat bereits den Booker-Preis gewonnen. Jetzt hat Frau Mantel wirklich Literaturgeschichte geschrieben, denn auch der zweite Teil hat den Booker-Preis gewonnen. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich so völlig begeistert bin von diesem Buch namens Falken. Man muss übrigens auch Wölfe nicht gelesen haben, wenngleich sich das sehr lohnt, um dieses Buch zu verstehen und zu schätzen. Falken führt erneut uns zu Thomas Cromwell, jenem imperialen Strippenzieher am Hof Heinrichs des VIII. Und er berät diesen König, zumal Kardinal Wolsey, der bisher sein Gönner war, jetzt nicht mehr ist. Und er hat also eine ganz wichtige Scharnierfunktion inne. Und er hat eben nun mal diesen König, der seine zweite Frau hat. Man weiß, Anne Boleyn, die erste Ehe ist er losgeworden und damit auch gleich eine eigene Kirche gegründet. Abschied von Rom, das alles weiß man. Man weiß natürlich auch, The Six Wives of Henry VIII, eigentlich wie die Geschichte ausgeht. Und Hilary Mantel hält sich extrem genau an die Quellen. Also das ist sozusagen eine Autorin, eine Schriftstellerin, die gleichzeitig Historikerin ist. Und dennoch beschwert dieses Wissen, diesen Roman in keinster Weise. Es treten auf unglaublich viele Figuren, aber das eigentliche Duell, was hier geschieht, das geschieht zwischen der Königin Anne Boleyn, die irgendwann merkt, dass sie abgeschafft werden soll, denn Heinrich hat sich bereits in Königin Nummer 3, Jane Seymour, verliebt. Und jetzt müssen also Gründe gefunden werden, wie man die unliebsame Anne loswerden kann. Und dies aber nun diesem wirklich, man weiß gar nicht, wie man das alles, diesem unglaublich geschickten, intriganten, gleichzeitig aber auch irgendwie doch auch sympathischen Thomas Cromwell, der also alles bedenkt und alles mit ins Boot holt, auf ihre Weise tatsächlich gewachsen. Ich finde, es ist ein Duell zwischen den beiden. Und das Tollste für mich sind die Dialoge, gleichzeitig sind mit das Schönste diese unglaublichen Tapisserien, die ausgebreitet werden. Das ist so sinnlich, dieser Roman, dass man die Bilder vor Augen sieht und zwar nicht so, wie das in so Fernsehserien wie The Tudors der Fall ist, also irgendwie blutdrünstig und Kriegsgetümmel, sondern das hat gleichzeitig, finde ich, etwas ganz Puristisches. Das ist ein historischer Roman, geschrieben im Präsens. Und viele sagen, das ist eigentlich vollkommen heutig. Wahrscheinlich werden Sie alle gleich dazu etwas sagen. Man kann sich vorstellen, diese Intrigen, die gibt es heute auch so. Ob es sie so gibt und so ausgefuchst und ausgebufft und wie da gespielt wird, ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir da schon fast wieder was verlernt. Jedenfalls ist es ein ganz, ganz großartiger Roman, der dicker ist, als er so aussieht. Also es steckt viel drin, muss man sagen. Frau von Lovenberg, dies hohe Kunst des Intrigenspiels, wo, wenn nicht in der FAZ-Literaturredaktion, wird das heute noch okay, diese Frage stellen wir Stand, vielleicht so habe ich mir das immer vorgestellt. Ja, da muss ich Sie leider enttäuschen. Mich würde mehr interessieren, ob es kommt ja nun tatsächlich ganz selten vor, dass der Booker-Preis zweimal, ich glaube, Kutzi hat ihn auch zweimal bekommen. Also ja, und Peter Carey. Carey auch. Es ist wirklich ja eine Besonderheit. Dennis Scheck, haben Sie eine These, wieso? Also dieses Buch muss ja offensichtlich irgendwas an der englischen Seele, britischen Seele treffen, wenn diese Nation gleich zweimal hintereinander mit zwei nachfolgenden Büchern einer Autorin ihren höchsten Literaturpreis verleiht. Hätten Sie eine Erklärung, warum diese Trilogie so ins Mark der Briten offensichtlich zu treffen scheint? Ich kann es mal versuchen. Also zum einen muss ich sagen, ich teile den Enthusiasmus der Briten und Frau von Lovenbergs total. Mhm. Zum einen, und da scheiden sich zwischen den Briten und mir dann die Wege. Ich glaube, in England, in Großbritannien sind diese Romane nicht zuletzt deshalb so populär, weil die Briten natürlich ein viel, viel geschichtsbewussteres Volk sind als wir. Und da reicht in der Tat die Erwähnung Thomas Cromwell und Heinrich VIII., um zu sagen, wow, das Teil hole ich mir. Ganz so werden die deutschen Leserschaften nicht verfasst sein. Aber dieses Buch ist so gut, es bläst einen weg. Und da hat, glaube ich, ein bisschen der Verweis aufs Fernsehen doch die richtige Richtung. Das ist so etwas wie die Sopranos in Buchform. Und das liegt an der von Frau von Lovenberg schon erwähnten Form, dass sich die Autorin eben nicht für das raunende Imperfekt
für den tiefen Brunnen der Vergangenheit entscheidet, sondern für dieses im historischen Roman doch immer noch sehr ungewöhnlichen Präsens. Das heißt, wir nehmen teil am Alltagsleben. Wir werden hineingeworfen, wie in einer Zeitmaschine, als gingen wir durch ein Tor und erwachten in der Haut von Thomas Cromwell, rechte Hand von Heinrich dem VIII. Und wir sehen, was auf den im Laufe seines Alltags einprasselt. Da gibt es keine Erklärungen, wer spricht, wer ist wer, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, worum es geht. Sondern es geht nur darum, und das kriegen wir Leser sehr schnell mit, in einer Welt, die mit einem Faustschlag im ersten Band in Wölfe anfängt, irgendwie sich durchzumuggeln, den Kopf zu retten, jedenfalls ihn nicht zu verlieren. Ich bin auch der Meinung, es ist ein geniales Werk. Und ich habe selten mit einem solchen Genuss und einer Atemlosigkeit etwas gelesen. Mir scheinen aber die Erklärungen von Frau von Lohmberg wie von Herrn Scheck die Sache trotzdem noch nicht zu treffen. Also die Tatsache, dass man in einem historischen Roman gewissermaßen alles nachschmeckt und nachfühlt, das ist ganz genretypisch. Das kann man mit unterschiedlichen Mitteln umsetzen. Darin, würde ich aber sagen, liegt nicht die Besonderheit von Hilary Mantel. Ich glaube, das Tolle ist, dass sie das größte Mysterium, von dem wir wissen, dass es all unsere Sozialbeziehungen durchwebt, macht, zum ersten Mal in einer Weise spielt, die nicht vordergründig symbolisch nur das Zeremoniell darstellt, wie man es aus dem historischen Roman kennt, sondern über Gesten, über Choreografien der Körper im Raum, über Affekte die Sache spielt. Und all diese Affekte, all das, was Menschen beiläufig ausstrahlen, wenn sie wissen, dass sie in einem Machtdreieck sich bewegen, die sind an diesen Dialogen, an diesen absolut genialen Dialogen ablesbar. Diese Dialoge, die überhaupt nicht eingeleitet, die nicht inszeniert werden, sondern die, zum Beispiel wenn Thomas Cromwell selber spricht, gibt es immer nur er. Er sagt, das ist am Anfang, muss ich sagen, ein bisschen verwirrend, weil man immer noch denkt, dass er würde sich auf die Person beziehen, die zuvor erwähnt worden ist. Aber das er ist gewissermaßen für Thomas Cromwell reserviert. Wir unbedingt ehrlich bleiben, wenn wir in unserer Begeisterung den Eindruck erwecken, dass dies Schmöker sind. Nein, so trifft also das an zu. Der Stelle, aber die ersten 30, 40 Seiten hat man zu kämpfen und muss ja, sich orientieren. Ich sage Ihnen auch gleich, meine Damen und Herren, die Seite 471 sollten Sie so wie ich entweder mit einem großen Eselsohr versehen oder ein schönes selbstgebasteltes Lesezeichen reinlegen. Das ist nämlich das Personenverzeichnis. Sie sehen, das geht über, es sind über, weit über 70 handelnde Personen. Und ich muss gestehen, also da ich nun nicht komplett sattelfest bin in der britischen Königsgeschichte, also ich hatte teilweise schon Probleme und dachte wirklich, bin ich jetzt nochmal zum Medizinertest geladen. Also Sie erinnern sich, das war dann so damals, da gibt es dann irgendwie einen Karl Müller, der einen Cousin Fritz Müller hat und Magengeschwüre. Und später muss man sich erinnern, wer war der mit den Magengeschwüren. Und ein bisschen ging es mir schon so. Also wenn da ist, da haben wir also Thomas Howard, den Herzog von Norfolk, Onkel der Königin. Ja. Der heißt dann eben, manchmal im Roman kommt er als Thomas Howard, manchmal nur als Howard, manchmal aber auch wieder nur als Norfolk vor. Man muss kapieren, dass es dieselbe Person ist. Ja. Was es auch nicht ganz einfach macht, ich glaube, es gibt sieben, also außer dem König, sieben weitere Henrys, das ist halt so, da kann ja auch keiner was für, war so in der Geschichte. Es gibt also sieben verschiedene Henrys, die dann auch gerne mal einfach nur Henry heißen im Buch. Um es dann noch einfacher zu machen, benutzt die Autorin manchmal die zweite mögliche Koseform, nämlich den Harry. Also wo ich ein ganzes Kapitel noch mal neu lesen musste, weil ich nicht kapiert habe, dass der Harry, der jetzt vorkommt, in Wahrheit der Henry vom letzten. Also das ist sozusagen, Sie sollten schon konzentriert dabei sein. Also das ist jetzt nicht so wie Rache der Wanderhure, sowas, was man mal so wegschmökert, wenn es draußen 40 Grad hat. Aber da müssen Sie schon hochkonzentriert dabei sein. Nein, Gott sei Dank, ja, würde ich auch sagen. Aber es ist dann ganz dankbar. Genau. Und wenn man dann drin ist, dann verwöhnt es einen mit so viel Hintersinnigkeiten und also auch genussvoll. Und es gibt einem man fühlt sich natürlich sehr oft erinnert an den großen, berühmtesten Theoretiker der Macht, an Machiavelli, und fragt sich immer, in welchem Verhältnis steht wohl Thomas Cromwell zu Machiavelli? Da und kommt die Stelle, wo er versucht, das Buch zu lesen. Genau. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Cromwell der viel modernere Mensch ist, verglichen mit Machiavelli. Der Machiavelli macht gewissermaßen so sein Schaukabinett der Theorie, während Cromwell auch, wenn wir im ersten Band beginnen, ja einen unglaublichen Lebenslauf durchläuft. Er ist der Sohn eines cholerischen Säufers. Säufer, Schläger. Der Walter Cromwell, der ihn immer prügelt. Ein Aufsteiger, weil er ein totaler Aufsteiger ist in einer Ständegesellschaft. Ja. Er ist der moderne Mensch. Ja. Und deshalb gelingt es uns nach 20, 30, 40 Seiten ja doch relativ gut, in diese Psyche von Thomas Cromwell einzusteigen, weil er so ist wie wir. Ein Mann will nach oben. Ja. Und zwar eigentlich nach ganz oben. Man könnte auch sagen, ich will Kalif werden anstelle des Kalifen. Im Grunde
ist, das ist schon ein napoleonischer Charakter. Mhm. Ja? Ja, absolut. Da ist, das wird, glaube ich, im dritten ja so. Teil also, noch, der uns auf uns so, kommen wird, der Griff nach der Krone nicht weit. Mhm. Ja? Ja, das ist ja auch so interessant, weil ja, wir die Engländer, die Briten grundsätzlich immer als Klassengesellschaft begreifen, aber natürlich die britische Gesellschaft immer schon historisch durchwebt war von genau solchen Typen und das ganz anders war als in anderen europäischen Ländern. Also wir denken ja immer, ja gut, die Briten haben eben auch noch eine Monarchie, die sie sehr lieben und dass sozusagen die Royals hier die wahre Attraktion sind. Aber der Thomas Cromwell ist eben auch ein ganz typischer Brite, weil es genau diese Typen von außerhalb, die von außerhalb kommen und aufsteigen, immer schon gab. Und die dann solche wirklich an solchen Schaltstellen der Macht sitzen, ist unglaublich. Jetzt möchte ich aber ein Stichwort noch sagen. Irgendwie, ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich muss den Namen Shakespeare fallen lassen. Mhm, absolut. Ist es nicht doch irgendwie natürlich, wenn man natürlich die Königsdramen von Shakespeare liebt und sie ausgelesen hat und Fortsetzung braucht, dann würde ich Hilary Mantel empfehlen. Wird ja auch demnächst in Stratford-upon-Avon gibt es dann eine dramatische Fassung und es wird gleichzeitig so verfilmt jetzt auch schon gerade und Hilary Mantel scheint da ganz eingebunden zu sein, obwohl sie nicht die Drehbücher schreibt. Mhm. Aber meine Damen und Herren, das sollte man auch wieder lesen. So ein tolles Buch. Sie sehen, vom ersten Buch am Tisch herrscht hier helle Begeisterung. Nicht ganz einfache Lektüre, aber was wiegt das? Ein Kilo? Das sollten Sie schon mal in Ihren Koffer packen. Jetzt wird es noch schwerer. Das wiegt mindestens 2 Kilo. Kann es kaum mit einer Hand halten. Herr Mangold. Frau Dorn, auch William T. Wallman, Europe Central, ist gewiss keine ganz leichte Lektüre. Aber es ist eine so durchgeknallte, kühne, vielleicht fast selbstmörderische, in seinem Anspruch fast selbstmörderische, selbstmörderisches Unterfangen, dass es mich absolut fasziniert hat. William T. Wallman ist gerade erst dabei, in Deutschland bekannt zu werden. In Amerika kennt man ihn, weil er in mancher Hinsicht ein ausgeflippter Außenseiter ist. Er hat sehr früh angefangen, als Reporter durch die Welt zu ziehen, war in den 80er Jahren in Afghanistan und hat mit den Mujahedins dort als begleitender Kämpfer mitgewirkt, um direkt aus dem Erleben zu schreiben. Er war jetzt kürzlich in Fukushima, hat darüber eine Riesenreportage geschrieben. Ihn interessieren immer Grenzsituationen, wo die Frage der Moralität gestellt wird. Und zwar in einer Weise, dass er diese Situation so zuspitzt, dass man begreift, so leicht darf man darf es sich nicht leicht machen mit dem Verurteilen von Menschen. Und egal in welche Bereiche Wallman immer hineinschaut, er gewinnt dem menschlichen Verhalten immer noch so eine Dimension ab, die ihre Handlung nicht legitimiert, aber sie nachvollziehbar oder verständlich macht. Und das ist natürlich besonders kühn, wenn man gewissermaßen sich das mörderischste Jahrhundert der Weltgeschichte, das 20. Jahrhundert, vorknüpft. Und Wallman tut das mit Europe Central. Es ist ein Roman über den großen Antagonismus im 20. Jahrhundert zwischen dem Dritten Reich, des Nationalsozialismus auf der einen Seite und der Sowjetunion, dem Bolschewismus auf der anderen Seite. Europe Central ist eine Metapher. Es geht gewissermaßen um die Neuaufteilung dieses europäischen Schlachtfeldes zwischen zwei weltanschaulich hochgerüsteten Totalitarismen. Und er arbeitet aus den Archiven. Sie werden keine Seite finden, die Sie nicht mit einem Blick auf Wikipedia, also man liest dieses Buch quasi als mit Parallellektüre Wikipedia. Sie werden auf jeder Seite feststellen, das ist alles historisch absolut hinterlegt und die Fantasie des Dichters fängt nur bei den psychologisch-menschlichen Details und Kleinigkeiten an. Es ist ein... So einfach ist es nicht, aber da kommen wir noch. Da kommen wir, okay. Es ist ein Riesenpanorama von sehr vielen Lebensläufen. Wir werden kennenlernen, ganz wichtig, Schostakowitsch und die Frage, wie geht ein Musiker damit um, der weiß, dass er ständig unter dem Formalismusverdacht steht. Die Revolution, das sowjetische Russland möchte, dass er volksnäher komponiert. Er weiß, er riskiert viel. Die Lubjanka, da sind schon viele verschwunden, Künstler wie Politiker. Wie passt sich dieser Schostakowitsch an und schafft es dann doch, sein Gesamtwerk zu schaffen? Wir lernen Käthe Kollwitz kennen, die quasi aus einem braven Sozialdemokratismus heraus plötzlich sich geschmeichelt und geehrt fühlt, mit ihrem Werk in den 20er Jahren in die junge Sowjetunion eingeladen zu werden. Es geht aber auch so weit, dass wir den General der berühmten 8. Armee, die vor Stalingrad eingekesselt worden ist, General Paulus kennenlernen, der nach seiner Gefangenschaft die Seiten gewechselt hat und versucht hat, deutsche Soldaten aufzurufen, ebenfalls zum Feind überzulaufen. All diese Figuren, an sich Monstren der Geschichte des 20. Jahrhunderts, aus deren Innenleben und Gefühlsleben heraus wird diese Weltgeschichte beschrieben. Das ist manchmal gruselig,
Aber es ist auch sehr oft für mich das faszinierende Gefühl, sehr nah an den moralischen Abgründen der großen machtpolitischen Geschehnisse des 20. Jahrhunderts zu sein. Genau, Herr Scheck, bevor ich jetzt meinen missfallenden Ausdruck darf, Herr Scheck. Daumen hoch. Das ist kein Buch für Daumen hoch und Daumen runter, sondern wir müssen erst mal gucken, was hier vor uns liegt. Das ist wichtig. Die Art und Weise, wie der Wollmann das erzählt, nämlich er bildet 18 Paare. Also Zangengriffe heißt das dann. Genau. An die Seite von General Paulus kommt General Vlasov, der dieselbe Figur ist aus dem sowjetischen Bereich, der also als Überläufer letzten Endes behandelt wird. Diese 18 Paarungen, Kollwitz und Co., stehen aber gegenüber in der Mitte des Buches eigentlich eine Dreiecksgeschichte. Und das macht es so ein bisschen schwer zu beschreiben, nämlich Schostakowitsch, seine geliebte Elena, die gibt's wirklich, spielte aber im wirklichen Leben von Schostakowitsch nicht diese zentrale Bedeutung und deren Ehemann kam. Also das wollte ich lediglich nachtragen, das ist sozusagen die Helix plus diese Dreiecksgeschichte, wie dieser Roman konstruiert ist. Dieser Roman, ich tat mich schwer, muss ich zugeben, ich tat mich aus zwei Gründen schwer. Erstens mal, ich selber bin ja ein Propagandist, ich habe das erste Buch von diesem Autor in einer Reihe gemacht, diese Great Afghanistan Picture Show. Jedes halbe Jahr entdecken wir jetzt langsam einen neuen Amerikaner und sagen, ein Meisterwerk, ein Meisterwerk. Das sind alles 1000-Seiten-Bücher, egal ob von William Guest, von William Geddes, von David Foster Wallace. Irgendwann sagt man, ja, das hatten wir jetzt langsam schon. Das ist aber unfair, weil wir hier den Ertrag einer Literatur der letzten 40 Jahre in wenigen Jahren nachholen. Das ist ein Autor, für den die Referenzgröße am ehesten der Thomas Pynchon ist, der ähnlich in den Enden der Parabel einen Roman über den Zweiten Weltkrieg geschrieben hat. Und der kommt dem schon ganz verdammt nahe. Es dauerte lange, bis ich mich überwinden konnte, doch zu sagen, okay, ganz am Ende des Lebens von Schostakowitsch, und das ist der Bezugsrahmen, der Roman geht ja weit über den Zweiten Weltkrieg hinaus, der führt uns bis 1975, kommt es zu diesem merkwürdigen Umstand, dass Van Cliburn, ein amerikanischer Pianist in Moskau, bei einem Klavierwettbewerb antritt. Und da wird ihm eine Anekdote erzählt über einen realen General von Hartmann, der in der 6. Armee in Stalingrad Selbstmord quasi begeht mit dem Satz, vom Sirius aus gesehen werden auch Goethes Werke in 1000 Jahren nur Staub sein und die 6. Armee ein unleserlicher Name, für alle unverständlich. Und dieser historische Relativismus, der hat mich dann doch gepackt. Also jetzt muss ich aber, glaube ich, doch mal, weil also mich hat dieses Buch extrem nervös gemacht beim Lesen. Also es hat mich nachgerade unlustig. Nein. Und zwar, also ich halte es für vollkommen verhoben, also ein unglaublicher Anspruch, an dem in meinen Augen der Autor leider komplett scheitert. Aber ich dachte, er gewinnt bei Ihnen mit der Musik. Es geht schon mit dem Personal. Ich habe schon ein Riesenproblem mit dem Personal. Also Sie haben jetzt beide versucht darzustellen, es sei gespiegelt erzählt. Und so ist der Roman ja auch strukturell aufgebaut. Aber ich frage mich dann, woher um Gottes Willen, wo bleibt auf der deutschen Seite das interessante Personal zu diesen Fragen? Also wir kriegen auf der sowjetischen Seite den Schostakowitsch, die Achmatowa erzählt. Wir kriegen ganz am Anfang tatsächlich die Kollwitz. Aber ich sage mal, wo bleiben die relevanten Fälle auf deutscher Seite wie Richard Strauss, wie Karajan, wie Gründgens, wie meinetwegen noch eine Riefenstahl? Da kommt kein einziger von den Künstlern, die sich mit diesem Totalitarismus, mit dem Deutschen verstrickt haben, kommt kein einziger vor. Da marschieren die Generäle auf. Das tun sie auf sowjetischer Seite auch. Und dagegen habe ich ja gar nichts in einem 1000-Seiten-Roman. Aber mir scheint es, der hat da in eine riesige Kiste namens den grausamen Totalitarismus in Europa im 20. Jahrhundert gegriffen, fand da was interessant, fand da was interessant, da was interessant. Und das hat er dann irgendwie zusammengerührt. Ich finde, das hat überhaupt keine Stringenz. Dann außerdem das, was die akademische Genauigkeit angeht, da ist es auch nicht weit her. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht, als alte Philologin mal Sachen wirklich nachzuschlagen. Da behauptet er hinten in seinem Anmerkungsapparat, les nach bei Speer, dass angeblich bei Hitler in der Wolfschanze ständig das Telefon geklingelt haben soll. Das steht nicht bei Speer, wenn man sich die Sachen anguckt. Wo ich mich jetzt wiederum gefragt habe, also kapiere ich da einen postmodernen Kniff nicht? Also sind auch diese Anmerkungen, so wie es bei anderen amerikanischen Kollegen ja ist, ist das auch alles Spielerei? Aber warum kommt es dann mit diesem Wichtigtuer-Gestus, ich habe alles rezipiert daher? Also mich hat dieses Buch, wie Sie sehen, ärgert. Frau Luckenberg, wie ging es Ihnen? Ich habe mich wahnsinnig schwer getan mit diesem
diesen dauernden Erzählerwechseln. Darüber haben wir ja noch nicht geredet. Das sind immer alles Ich-Erzähler. Und das sind ja alles sozusagen Geheimdienstmitarbeiter, hohe Militärsmitglieder, Nomenklature. Also es sind alles sozusagen durch und durch Befürworter ihrer Sache. Sie haben schon gesagt, das ist sozusagen dieser moralische Abgrund. Das stimmt. Aber dann kommen ja auch immer dann noch so Einschübe. Ich schreibe dies im Jahr 2002. Also irgendwo spricht auch William T. Vollman gleichzeitig zu uns. Damit habe ich mich wirklich schwer getan. Und dann fand ich eben auch, dass wenn es nicht diese zentrale Liebesgeschichte, Dreiecksgeschichte gäbe, es gibt natürlich auch Figuren, es gibt ja auch Kapitel, die sind nur 3 Seiten lang. Manche sind dann richtig ausführlich. Also manchmal war ich auch so, es ist irgendwie ein toller Fund und dann ist es schon wieder vorbei. Also ich habe mich schwer getan, aber man liest es so mit so einem Gefühl, man sagt doch, es ist bedeutend und es ist groß, aber es ist jetzt kein Buch, gebe ich zu, dass ich gerne gelesen habe. Also nehmen wir doch mal einen konkreten Fall vom Anfang. Also die Zentralmetapher, mit der er das Ganze aufmacht und erzählen will, ist ja irgendwie das Telefon. Wo er sagt, also diese beiden Seiten sozusagen, also der Realist, damit ist Stalin gemeint, das ist der Name für Stalin im Buch, Hitler taucht durchgängig als der Schlafwandler auf. Also diese beiden sollen angeblich eben sozusagen per Telefon diesen ganzen Kontinent gewissermaßen im Würgegriff halten. Und dann steht da so ein Satz wie, der Schlafwandler ist ganz Auge, der Realist ist ganz Ohr. Indem sie sich paaren, erschaffen sie das Telefon. Ich verstehe es einfach nicht. Also erstens mal über die Metapher, ob Schlafwandler wirklich die beste Metapher für Hitler ist und Realist die beste Metapher für Stalin, da habe ich große Zweifel. Dann, wieso ist einer, der ganz Auge ist, erfindet das Telefon? Das ist doch einfach gequirlter Unsinn. Das ist ein bisschen unfair, weil wir können uns jetzt über die Gelungenheit der Metaphern streiten, aber eines muss man doch konzidieren, die Metaphern sind originell. Ja, originell. Wir reden hier über etwas. Im Grunde ist der Historikerstreit just dieser Roman. Das ist aber nicht auf dem Niveau. Doch. Die Debatte darüber, über jede Totalitarismustheorie, die Frage der Vergleichbarkeit der Systeme, die Frage, welche Form des Bösen sie jeweils hervorbringen. Es gibt eine Szene, wenn der General Vlasov in deutsche Kriegsgefangenschaft kommt und jetzt immerzu diese Gewissensfrage stellt. Hätte ich mich erschießen sollen oder soll ich für die deutsche Seite arbeiten? Und da trifft er auf einen... ich glaube, genau, ein Oberst Bojarski, und der schildert ihm nochmal, was sie doch alles über ihr eigenes System, die Sowjetunion, wissen. Und dann sagt er, insistierte Bojarski, und wäre es nicht realistisch, darauf zu hoffen, dass die Gegenpartei, also Deutschland, besser ist? Denn unsere Seite ist so unvorstellbar böse. Und das ist, was der Roman die ganze Zeit entfaltet. Die eine Seite ist unvorstellbar böse und dann wechselt man auf die andere Seite und sie toppt es nochmal. Und man weiß überhaupt nicht mehr, welche Röhre gewissermaßen noch höher steigt. Und da bleibt dann, das ist natürlich fatalistischste Geschichtsphilosophie, das muss man schon sagen. Wenn man sich das anschaut, dann muss man sagen, ist die Geschichte eine Mischung aus Sinnlosigkeit und Brutalität und Erbarmungslosigkeit. Und ich stimme Ihnen in einem auf jeden Fall zu. Ihm gelingt es, finde ich, überzeugender, die sowjetische Seite erzählerisch zu packen als die deutsche. Wir haben es hier mit einem Jungen aus dem mittleren Westen zu tun. Das ist wie Alexander Kluge auf Speed, der ein hochmoralischer Mensch ist, der sich diesem für ihn zu recherchierenden Thema des Zweiten Weltkriegs annimmt. Und der liefert hier einen künstlerischen Ertrag. Das ist nämlich ein zutiefst moralisches Buch über extreme moralische Fragen, die ich zumindest diskutabel finde. Also das, wissen Sie, die Option zu sagen, neppig, ja, die Figuren, die historischen, die kenne ich auch ohne Herrn Vollman. Erzählen mir nichts über Paulus. Und auch ohne Urteil letztlich. So, aber ihm gelingt es schon, das in der Schwebe zu halten. Und ihm gelingt es, daraus ein Kunstwerk im 21. Jahrhundert zu schaffen, das ich zumindest für diskutabel halte. Gelungen letzten Endes nicht. Aber eines muss ich auch konzidieren. In Urlaub geht diese Schwarte bei mir nicht mit. Sollte das jetzt schon der Versuch eines Schlusswortes sein? Aber wir können uns noch ein Weilchen streiten. Wir könnten uns gerne noch streiten. Ich könnte zum Beispiel noch eine Menge sagen über die schlimmsten Sexszenen, die ich, glaube ich, seit 20 Jahren gelesen habe. Bitte lesen Sie uns doch noch welche vor. Ich finde auch, wenn Sie doch schon mal so dabei sind, ich bin gerade so gut drauf. Von der Seite her, das muss einfach mal vorgelesen werden am späten Abend. Wir haben es hier mit einer lesbischen Sexszene zwischen der Geliebten von Schostakowitsch und einer anderen Dame
So nicht schlecht fand ich die aber nicht. Also jetzt Sie wollen nicht, dass wir jetzt schon anfangen und zu streiten, dass hier einer tot unterm Tisch liegt. Publikum verlangt die aber ungekürzt. Ich finde, mir jetzt reicht der erste Satz. Quote. Jawohl. Vom Pullover abgesehen würde Lina nackt sein. Die Knie fast bis an die Schultern hochgezogen und ihre blassen Schenkel würden glänzen und die langen weißen Lippen ihrer Vulva Elena so unwiderstehlich erscheinen wie Zuckerwerk und ihr Anus war ein blasser Stern. Das ist 1a. Doch zum Händeraufen. Meine Herren, ich weiß nicht, was Sie nach Feierabend gucken, aber... ich bin völlig auf Ihrer Seite. Also ich finde, präzisieren Sie, was Sie darin stört. Ja. Das Einzige an diesem Satz, was stimmt, ist der Pullover. Aber alles andere stimmt an diesem Satz nicht. Ich sage nur Virginia Woolf an Vita Sackville West in einem Brief. Ich komme am Wochenende. Ist es recht, wenn ich nur einen Morgenmantel mitbringe? Reicht doch. Sehr schön. Ja, oder das geht dann eben seitenweise weiter. Bei Lina das reicht nicht. Ja? Doch, Ihnen vielleicht nicht. Na, Ihnen reicht das, aber da sind wir exakt an der Stelle, an der das letzte literarische da will ich gar nicht einhaken. Nein, und dann wird jetzt auch noch vorstellen. Dann wird jetzt auch noch der Karajan, ausgerechnet an der Stelle, wo er noch gar nichts verloren hat, wird jetzt auch noch der Karajan in diese Sexszene reingerührt, weil nämlich aber bei Lina konnte sie, weil sie inzwischen reifer und erfahrener war, ganz ähnlich vorgehen wie Karajan, wenn er Schostakowitschs 10. Sinfonie dirigierte. Weicher, runder, geschliffener, elegant. Besonders bei den Blechbläsern kann man es hören. Ah, aber der Autor versäumt nicht übrigens darauf hinzuweisen, an dieser Stelle, dass Karajan bereits 2 Monate nach Machtergreifung NSDAP-Mitglied war. Beim Schlafwandler reicht das. Fand ich eigentlich nicht schlecht, so als kleinen Kontrapunkt. Aber gut, also, meine Damen und Herren, Sie sehen, hier herrscht nicht ganz Einigkeit. Doch, wir waren uns nur einig, dass es vielleicht nicht unbedingt Urlaubslektüre ist. Sabine Peters, Narrengarten, zurück nach Deutschland. Sabine Peters ist eine Autorin, die in großem Fleiß und mit großer Intelligenz über die Jahre ein erzählerisches Werk geschaffen hat, das mich mehr und mehr beeindruckt. Narrengarten nimmt Figuren auf, Rupert und Marie, die in früheren Büchern von ihr bereits auftauchen. Und sie hat eine Erzähltechnik dafür gewählt, nämlich so einen Mosaikteppich, ein Mosaik oder ein Flechtwerk einer deutschen Gesellschaft, in diesem Fall der Stadt Hamburg, zu erzählen. Eine Erzähltechnik, die wir kennen von Raymond Carver, jedenfalls der Verfilmung von Robert Altman, Shortcuts von Ingo Schulzes, Simplen Stories, ein Erzählverfahren, das sich bewährt hat. Das ist so ein literarischer Stafettenlauf. Die einzelnen Kapitel, hier sind 26 an der Zahl, erzählen also von einzelnen Figuren auf 5, 6 Seiten. Das fängt an mit einer Bibliothekarin, das ist schon eine sehr, sehr schöne literarische Satire, ja, die so im mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz, ja, über ihren Alltag reflektiert. Dann lernen wir einen Kunden kennen, dann lernen wir Kinder kennen, die stehen in Verwandtschaftsbeziehungen, in Bekanntschaftsbeziehungen. Und was mich an Narrengarten so extrem in Bann geschlagen hat, ist, es gibt Aspekte, die ich an diesem Buch regelrecht hasse, wo ich denke, um Gottes Willen, diese Figur ist ja unerträglich. Das ist ja wie aus einem Sozped-Seminar oder sowas. Aber alles, was ich an Deutschland... Für die nicht eingeweihten Sozialpädagogen ist gemeint. Alles, was ich an Deutschland liebe, ist in diesem Buch. Und alles, was ich an Deutschland hasse, ist in diesem Buch. Und ich glaube, es ist eines jener Romanwerke, die ich jemandem in die Hand drücken würde, wenn er erfahren möchte, wie Deutschland im Jahre 2013 tickt. Und das ist, finde ich, kein schlechtes Qualitätsmerkmal für Literatur. Sabine Peters besitzt soziologische Intelligenz. Sie kann Figuren sehr glaubwürdig in ein Umfeld einordnen, das ohnehin, also in ein soziologisches Feld einordnen, das selten beschrieben wird. Sie orientiert sich eher in die Mittelschicht und nach unten als nach oben. Sie benutzt wenig Glamour-Effekte. Ja. Das ist nicht das Hamburg der oberen 10.000. Und sie hat einen schönen Sprachwitz. Sie besitzt Figurenrede, sie besitzt die Fähigkeit, diese Erzählungen, die kurzen Kapitel, die kippen immer so schön, wie beim Schiffschaukelfahren in den inneren Monolog, kommen da aber auch wieder elegant raus. Also ich habe das sehr genossen.
Sie haben das unglaublich gut zusammengefasst, nämlich genau Deutschland, was man daran mag, was man daran hasst. Ich muss sagen, ich habe dieses Buch einerseits voller Bewunderung für die Autorin gelesen, weil die wirklich schreiben kann. Also das ist genau, da ist feine Ironie, da sind ganz viele die verschiedene Tempi, da ist Dramatik. Und dann habe ich aber irgendwie, hat mich dieses Buch gleichzeitig völlig kalt gelassen, weil ich immer dachte, diese Frau schreibt so fantastisch, aber das, was sie mir erzählt, das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Dieser Stafett, das ist alles, das ist gut gemacht, dieser Stafettenlauf, aber diese unterschiedlichen Figuren, man bleibt natürlich, weil es auch alles so kurz ist, man bleibt ja bei niemandem hängen, man fängt gerade an, sich mit dieser Bibliothekarin und so zu beschäftigen und dann geht es ja immer weiter und es bleibt irgendwie für mich bei aller Sprache wirklich, ich finde es eine wirklich gute Autorin. Ich fand es ein total anämisches Buch. Mir war es irgendwie dann so blutleer. Ich konnte ich nicht. Ich hatte mit dem Staffellauf auch meine Probleme. Ich muss auch sagen, ich kannte die Autoren vorher nicht. Ich schlug auf und lernte im ersten Kapitel die Bibliothekarin kennen und musste wunderbar schmunzeln. Ich fand die Sprache herrlich. Dann völlig recht, die kann ganz toll innere Monologe. So wie James Joyce den Leopold Bloom morgens aufstehen lässt. Da kommt die manchmal sogar ran an diese Form der Innenaussprache. Dann geht es weiter von Kapitel zu Kapitel. Mich interessieren die Figuren so, wie einem der Durchschnitt eines Landes halt interessiert. Und dann stelle ich aber fest, dass die zwar immer miteinander verknüpft sind, aber ohne dass dann irgendwie daraus sich eine Handlung ergibt. Und das hat mich dann irgendwann, ja, wurde ich der Sache so ein bisschen bei aller Kunstfertigkeit überdrüssig. Und es kam noch eine Konkurrenzlektüre oder eine konkurrierende Erinnerungslektüre hinzu. Ich las das und fühlte mich die ganze Zeit an die Autorin Anna-Katharina Hahn und ihren Roman Kürzere Tage erinnert, die so ein ähnliches Milieu schildert, die also auch diese mittlere Bürgerlichkeit mit ihren kleinen Depressionen und ihren kleinen Hoffnungen, ihren kleinen Überfordertheiten und ihren kleinen Kühnheiten beschreibt. Und die hat aber dann manchmal mehr so einen bitterbösen, sarkastischen Witz, der dem Ganzen nochmal so einen Schwung gibt. Wo ich dann bei Sabine Peters ist es mir manchmal zu behaglich. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass sie, was ja prinzipiell extrem sympathisch ist, in dem Versuch, die Figuren vor jeglichem Klischee zu befreien, wird aber auch immer irgendwas eingestreut, wo ich denke, mein Gott, das ist aber auch alles eben so wohlerzogen. Also sogar der Obdachlose benutzt dann Handcreme, um zu zeigen, dass er eben nicht das Klischee des Obdachlosen erfüllt. Ich glaube, die kasachische Putzfrau ist Moment, es am Schluss. Ich glaube, das ist sehr scharf beobachtet. Das dann aber bei jeder Figur, also sozusagen jede Figur, selbst wenn sie eigentlich schon eine gekippte, also aus der bürgerlichen Welt hinausgekippte ist, wie zum Beispiel der dann als Obdachloser lebt. Also jede dieser Figuren kriegt, oder die alte Frau, von der es am Anfang, von den Pflegern, wird die einem so vorgestellt, dass man denkt, sie sei dement. Dann kapiert man über die Erzählung, die ist gar nicht dement. Die hat wunderbare Sätze, das ist alles. Aber ich fand diesen Dauergestus zu sagen, also ich muss bei jeder Figur zeigen, dass euer Klischee, was ihr erstmal im Kopf habt, nicht stimmt. Und das bei jeder Figur durchexerzieren, fand ich... Es hat überhaupt nichts Zwingendes. Also das eben wirklich, bei Anna-Katharina Hahn gibt es ja eine wirklich Romanhandlung. Und hier, ohne jetzt zu sagen, irgendwie die Handlung, darauf kommt es jetzt an, aber gerade weil sie so toll schreiben kann, habe ich dann gedacht, meine Güte, wenn diese Sprachenergie, wenn sie jetzt noch eine Geschichte zu erzählen hätte, wäre ja großartig, aber hat sie nicht. Also ich fürchte, meine Damen und Herren, die Geschichten, die hier erzählt werden, die sind halt die Geschichten, die chorische Werke Brahms Deutsches Requiem so erzählen. Ja, das ist zum Text von Denn alles Fleisch ist Gras. Es ist wie Gras. Also, ja. Das habe ich hier nicht gelesen. Das ist ein kleines, schönes Konzert über unsere Vergänglichkeit. Das ist das, was von uns mediokren Menschen in dieser Zeit vermutlich bleiben wird. Es ist nicht ganz so, dass hier nichts erzählt wird. Wenn man die anderen Bücher von Sabine Peters kennt, dann weiß man, dass das eine autobiografische Erzählweise ist. Da ist die zweite Geschichte Heimat. Eigentlich ist das ein großer Text auch über Witwenschaft, über das, was von einem Menschen bleibt. Der Rupert ist die zentrale Figur, ein Schriftsteller, der viele Menschen auf seine Weise beeinflusst hat, dessen Enkel wir kennenlernen, dessen Töchter und Söhne wir kennenlernen, dessen Witwe wir kennenlernen. Insofern, da rundet sich schon etwas. Aber plotmäßig reicht mir das vollkommen. Ich bin hier auf die soziale Intelligenz der Autorin gestoßen und dachte, das ist ein stilles Buch. Das entspricht aber offen gestanden dem Deutschland unter Merkel auf eine faszinierende Art und Weise. Ich erfahre wenig in Sachbüchern über dieses Land, was mich so überzeugt wie der gesellschaftliche Aufbau, dieses vernetzte
mir hier erscheint. Es gibt einen Bezugspunkt, ebenfalls einen unterschätzten Autor. Heute ist die Runde der Verweise auf andere Autoren. Hahn lasse ich gelten. Aber es gibt Per Hultberg, einen ganz großen dänischen Autor, nicht umsonst im Hauptberuf Psychoanalytiker, der ähnliche, allerdings weit monumentalere Erzählwerke schuf über Dänemark. Und das ist so ein deutsches Pendant dazu. Also wer, glaube ich, ein bisschen eine soziologische Neugier, wer herausfinden möchte, in welchem Land er erlebt, der ist mit Narrengarten, welch schöner Titel, glaube ich, nicht schlecht bedient. Gut, dann fassen wir es doch vielleicht so zusammen, genau. Also wenn Sie irgendwo an der Adria am Nordpol oder auf dem Mount Everest oder wohin die Menschheit neuerdings so fährt im Urlaub, wenn Sie da plötzlich Deutschland Heimweh haben, dann sollten Sie dieses... Es ist das dünnste Buch von denen, über die wir bisher dieses Büchlein haben. Es sind kurze Kapitel, die man nun wirklich perfekt vom Einschlafen am Pool oder sonst wo lesen. Das ist Zähneputzen. Also sozusagen so gesehen hoch urlaubstauglich. Urlaubstauglich bleiben wir jetzt auch. Jetzt kommen wir nämlich zu Herrn Murakami. Ein japanischer Autor, seit vielen Jahren wird er immer wieder für den Nobelpreis gehandelt. Er hat ihn noch nicht bekommen. Und dieses Buch, ich habe es eingangs schon gesagt, hat eine etwas verwickelte Publikationsgeschichte in Deutschland. In Japan ist es unter einem Titel, den ich Ihnen jetzt erspare auszusprechen, weil es würde schrecklich, mein Japanisch ist nicht sehr gut, 1992 erschienen. Dann erschien es 1998 auf Englisch und 2000 erschien es nun auf Deutsch, aber war lustigerweise damals eben nicht aus dem Japanischen übersetzt, sondern man nahm einfach die englische Übersetzung her und hat die englische Übersetzung eines japanischen Romans ins Deutsche übersetzt. Das war dann das Werk, worüber Herr Ranitzky und Frau Löffler sich so furchtbar in die Haare gerieten. Nun hat man also 13 Jahre später das japanische Original sich nochmal hergenommen und hat es eben neu übersetzt. Und der Titel ist, das habe ich mir sagen lassen von Freunden, die tatsächlich Japanisch können, also ist nun deutlich wörtlicher an dem Original dran. Also das heißt wohl wirklich ziemlich wörtlich übersetzt: Südlich der Grenze, westlich der Sonne. Wir werden nachher noch drüber reden, was es mit diesem Titel auf sich hat. Die Handlung ist relativ überschaubar. Es ist auch von allen Büchern, über die wir heute geredet haben, deutlich das kammerspieligste, der Roman mit dem kleinsten Personal. Im Zentrum der Ich-Erzähler ist Hajime, ein Japaner, geboren in einem gehobenen Mittelstandsmilieu 1951, ein Vorort von einer großen Stadt. Man vermutet, es wird schon damals Tokio gewesen sein. Er ist ein Einzelkind, was für die japanische Gesellschaft dieser Jahre sehr ungewöhnlich war. Er freundet sich in der Grundschule mit dem einzigen anderen Einzelkind an, das es dort gibt. Das ist ein Mädchen, sie heißt Shimamoto. Und die beiden haben so eine etwas altklug gehoben, elaborierte Kinderfreundschaft. Dazu muss man sagen, diese Shimamoto, sie hinkt, also sie hat eine Gehbehinderung, kann deshalb nicht so richtig das treiben, was Kinder in dem Alter gerne treiben. Die beiden hören Klassikplatten, Jazzplatten, führen gebildete, altkluge Gespräche. Dann zieht die Familie von Hajime weg, eigentlich gar nicht weit, nur zwei Bahnstationen. Er verliert dieses Mädchen irgendwie aus den Augen. Sein Leben meandert dann so etwas ziellos, existenzialistisch vor sich hin. Er studiert irgendwas, hat einen Job, den er nicht mag, heiratet, wird ein erfolgreicher, wie der Autor übrigens selber, Barbetreiber, Jazzclubbetreiber in Tokio. Und dann passiert gewissermaßen das Unvermeidliche: eines regnerischen Abends taucht jene ominöse Shimamoto 25 Jahre später, man ist mittlerweile Ende 30, in dieser Bar wieder auf. Und er stellt fest, dass die eigentlich die Liebe seines Lebens war, dass er so gesehen die letzten 25 Jahre verpasst hat, obwohl er eigentlich glücklich ist in seiner Ehe mit seinen beiden Kindern. Also eigentlich ist sein Leben prima. Und trotzdem stellt er plötzlich mit der gesamten Wucht der großen romantischen Liebe fest: meine Güte, eigentlich war es diese Frau. Sie sehen sich dann noch öfter. Das ist sozusagen dann die zweite Hälfte des Romans. Es kommt, so viel darf man verraten, zu keinem Happy End. Je nachdem. Wie man es nimmt. Dieser Roman, ich finde, das ist sehr zwiespältig. Also einerseits war ich überrascht, ich hatte die erste Übersetzung vor vielen, vielen Jahren gelesen und war überrascht, an wie viel ich mich noch hatte erinnern können. Also ich meine, unser Eins, wir lesen ja nun wirklich furchtbar viel und ich gestehe, es kommt dann schon mal vor, dass man manchmal ein Buch aufschlägt und denkt, habe ich das jemals gelesen, weil man nichts mehr weiß. Bei diesem Buch hatte ich mich unglaublich gut erinnert. Das heißt, die Geschichte muss irgendeine Stärke haben, die offensichtlich hängen bleibt. En Detail, ich kann es nicht viel höflicher sagen, ist es schon ein unglaublicher Edelkitsch. Also wenn man diese einzelnen Sätze sich anschaut,
da graust es nicht nur Frau Löffler. Also, aber wenn die Langzeitwirkung so gut ist, bedauere ich, dass unsere Sendung jetzt schon stattfindet und nicht in 10 Jahren. Vielleicht würde ich dann auch freundlicher über das Buch reden. Ja, okay, dann hauen Sie drauf. Nein, der Ausdruck Edelkitsch ist absolut richtig. Ich bewundere jeden Autor, dem es gelingt, seine eigene Stimme und seinen eigenen Erzählkosmos zu entwerfen. Darin ist Murakami offensichtlich sehr stark. Meins ist es aber nicht. Ich würde jetzt aber heucheln, wenn ich sagen würde, es sei eine Qual, das zu lesen. Das ist es überhaupt nicht. Man liest es auch sehr schnell weg. Genau. Will auch irgendwie schon wissen, so wie es weitergeht. Und wenn man es dann zugeschlagen hat, ich muss einen Kollegen mal zitieren. Ich habe das nachgelesen, fand die Formulierung so schön. Der Kollege Literaturkritiker von der NZZ, der sagte, der gab den Lesern den Rat, in einem Zug lesen und dort liegen lassen. Frau von Lovenberg. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich habe auch es damals gelesen. Ich muss zugeben, dass zur Zeit des Streits des literarischen Quartetts hatte ich es dann auch gelesen und war voll auf der Seite von Reiß-Ranitzky, also auf der ich mich sozusagen eigentlich heutzutage... Füllen wir die nicht ganz eingeweiht noch mal kurz ein. Also es war, also eben Frau Löffler eröffnete die Diskussion über das Buch damit, dass sie sagte, das kriegt einen Platzverweis, das hat in der literarischen Sendung überhaupt nichts verloren. Das ist Fast Food, woraufhin Ranitzky nicht faul eben sie belehrte, dass das irgendwie eines der zartesten Werke sei, das er seit langem gelesen hat. Und im Übrigen, hier wird natürlich auch damit geworben, ich habe eine solche Liebesszene seit Jahren nicht mehr gelesen, Marcel Reich-Ranitzky. Naja, also, Reich-Ranitzky unterstellte sicher, der Frau Löffler, dass sie prüde sei und deswegen... Genau, was hören wir jetzt hier alles gar nicht mehr. In hohem Maße unsportlich. Wahrscheinlich hatten beide auf ihre Weise recht, weil das ist im Grunde genommen, würde ich sagen, ein Buch für Teenager. Also ich glaube, sozusagen in der Pubertät, dann ist man total gefangen. Die Geschichte hat so einen Sog, würde man sagen. Man liest es sehr schnell. Das ist ja so eine unerfüllte Sehnsucht. Er sehnt sich nämlich sozusagen seit der Schulzeit, ist diese Shimamoto, wie ich jetzt gedacht hätte, ist so eine Idealgestalt. Und immer wenn er eine Frau sieht, die also ein Bein nachzieht, ist er sofort ganz, rennt er der nach und hofft, dass er irgendwie diese Jugendfreundin wiederfinden könnte. Und ich glaube, in einem gewissen Alter ist man für diese Art Liebe, Empfindung, was auch immer, total anfällig. Und dann geht das auch zum Glück vorüber. Und es ist, würde ich eben auch sagen, es ist ein softpornöser Edelkitsch. Aber man sollte dann in diesem Alter wirklich nicht die Neuübersetzung lesen, sondern die alte. Darüber Schmackes. Müssen wir nämlich auch noch reden. Also ob es jetzt tatsächlich jetzt nötig doch war. Eigentlich ziemlich lange, meine Damen und Herren, ziemlich nett an diesem Tisch. Und jetzt verlieren 3 Beteiligten, wahrscheinlich wegen zu viel Wasser, komplett den Verstand. Also, dass Sie jetzt die alte Übersetzung noch über die neue loben. Nein, das ist also, von dieser Narrekei muss ich Sie bewahren. Meine Damen und Herren, das ist gar ein nichts. Zutiefst philosophisches Buch. Das ist kein Teenager-Buch. Dies ist eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich seit Jahren gelesen habe. Auf der nächsten Ausgabe und das ist ja wohl was ganz anderes. Ja? Nein. Das ist, und das hat tatsächlich, haben 3 von 4 Leuten in diesem ersten literarischen Quartett richtig erkannt, ein großer, ein zarter, ein bedeutender Roman, eine Auseinandersetzung mit Liebe und mit Tod. Denn diese Frau ist natürlich ein Symbol, das übrigens das hat sogar Frau Löffler erkannt, dass das nun die Dame Tod per se ist. Das hat mit Kitsch überhaupt nichts zu tun, sondern das ist, glaube ich, das, was wir meinen, wenn wir sagen, dass es neben der Erkenntnis der Psychoanalyse eine zweite Erkenntnisart gibt, eben die der Literatur, das sind die stalinischen Ingenieure der Seele, die, glaube ich, im Jahr 2013 genauso wie im Jahre 1992 nichts verloren haben. Das sind frühe Prägungen, die einen im Laufe des Lebens einholen können und die mit 65 wahrscheinlich genauso wirkungsvirulent sind wie mit 18. Das lasse ich mir nicht ausreden. Dann ist das erzählt in einer nachgerade klassischen, makellosen Sprache. Und da ziehe ich nun die Neuübersetzung doch sehr vor. Von einem Softporno, ich bitte Sie. Nee, das halte ich auch für. Also, nee, Softporno das sind ganz normale, erotische Szenen. Ja, das stimmt. Aber es ist man sollte vielleicht lieber von sexuellen Szenen, nicht von erotischen Szenen, weil erotisch sind die eigentlich gar nicht so sehr. Das meine ich eben überhaupt nicht. Reden, nein, wie sie in jedem landläufigen Roman der westlichen Moderne heute vorkommen. Nein, das finde ich auch überhaupt nicht das Problem. Also, aber ich meine so eine Beschreibung zum Beispiel. Wir haben ja vorhin schon über Musikbeschreibungen geredet. Also da kommt auch viel Musik vor in dem Roman. Es wird zum Beispiel, die beiden gehen dann gemeinsam in ein Liszt-Konzert. Da können wir jetzt auch einmal den Vergleich alte und neue Übersetzung machen. Also in der alten Übersetzung, im Umweg übers Englische, hieß dieser Satz:
Die Aufführung war glanzvoll. Der Solist war technisch grandios, die Musik zugleich filigran und tiefgründig. Und der Pianist legte für alle spürbar seine ganze Leidenschaft ins Spiel. Finde ich, kann man noch lesen. Jetzt in der neuen Übersetzung heißt es, es war ein wundervolles Konzert. Der Pianist spielte virtuos, die Musik selbst war von erlesener Tiefe und man spürte die inbrünstige Hingabe des Künstlers. Das meine ich mit Edelschwulst. Also Herr Scheck, Sie können mir noch nicht erzählen, dass das ein Satz ist, der nicht haarscharf am Edelschnulz vorbeischrammt oder ihn vielleicht schon erwischt hat. Das Entscheidende ist, er schrammt daran vorbei. Dieser Murakami schreibt eine sehr, sehr einfache Sprache. Aber welche intellektuellen Kosmen, gehen Sie doch ran, vielleicht ist es selber. aber es welche Mammut, intellektuellen Kosmen er mit diesen einfachen Sätzen herbeizuzaubern versteht, das ist ja das Interessante an diesem Autor, den man lange unterschätzt hat. Ich dachte lange, das ist so einer wie Stephen King. Also ein Unterhaltungsautor. Ich habe einen heiden Respekt vor Stephen King. Ich würde ihn trotzdem nicht jetzt unbedingt gerne in Stockholm sehen. Aber Murakami, der macht noch mal was anderes. Und ich fürchte, weil der in der Schnittstelle zwischen westlicher und asiatischer Kultur eben operiert. Vielleicht projiziere ich da auch einen Teil. Aber von Kitsch ist das hier meilenweit in meinen Augen entfernt. Ich würde es für die Handlungsebene würde ich Ihnen recht geben. Ich würde auch sagen, ich finde, die Geschichte ist unkitschig. Ich finde auch, dass die Geschichte völlig unkitschig ist. Ich habe wirklich eher ein Problem mit den Bildern und mit diesem betulichen Ton, den das dann auch häufig hat. Also ich habe kein Problem mit der Handlung und mit den Charakteren. Ich mag also weder in der alten noch in der neuen Übersetzung. Die Figur des Schwiegervaters, diese kleine Aktien-Szene, da löst die Frau, mit der unser Held verheiratet ist, das Privatvermögen auf, um wieder mal einen Aktientipp ihres Vaters in Action umzusetzen. Genau. Ein Insider-Tipp, 8 Millionen Yen werden insistiert. Und unser Held setzt ihr in zwei Seiten vor der Weltwirtschaftskrise auseinander, warum Aktien ein zutiefst unmoralisches Anlagemodell sind. Das hätte ich mir gewünscht, in der Zeit etwas größer oder in der FAZ etwas größer zu lesen, als Beitrag der Literatur zu dieser Weltwirtschaftskrise. Das fand ich also so im Wiederlesen, so hellsichtig von diesem Menschen. Das kriegt man doch nicht alle Tage. Aber jetzt, also wir brauchen doch das nicht tiefer. Ich finde es großartig, dass wir eine neue Übersetzung aus dem Japanischen haben. Genau, also vielleicht sagen wir noch gerade den Satz zum Titel nachreichend. Also das südlich der Grenze ist ein amerikanischer Song. South of the Border. South of the Border eben hat von Frankie Sinatra bis irgendwie gesungen. Hier ist die Nat King Cole. Das ist aber nicht nur ein Song, sondern das ist South of the Border, ist der Konnotationsstoff. Nein, das ist gesellschaftlich nicht satisfaktionsfähig. South of the Border ist alles, was in Mexiko ist, Schmutze, down in Mexico eben. Ja. Und das westlich der Sonne, was den Titel dann etwas sperrig für uns erstmal das macht. Das ist der Tod. Das wird im Roman anders erklärt. Also im Roman wird damit erklärt, das sei so eine sibirische Hysterie, wo Bauern, die da in dieser Öde Sibiriens sind, irgendwann durchdrehen, weil sie nichts, also weil plötzlich heißt es, glaube ich, es zerbricht was in ihnen und sie lassen ihren Pflug stehen und versuchen dahin zu gehen, wo westlich. Ich finde das und zu was einfach. Was werden sie dort finden? Aber das muss man doch nicht immer gleich so übersetzen, Herr Scheck. Ja, das hat ja der Autor geleistet. Ja. Und zwar in einem sehr genau. schönen Also wie Tippel. Gesagt, ich würde Ihnen sogar dieses Buch auch sagen, packen Sie das in jedem Fall ein und schauen Sie, also ob es Ihnen so geht wie mir. Also ich glaube auch, es ist eine kluge Handlung, es ist menschlich klug, kluge Charaktere. Hat mir jetzt über gerade die dieselbe Person, die diesen Roman zu Anfang unseres Gesprächs verrissen hat, gerade gesagt, packen Sie diesen Roman auf jeden Herr Fall Schicks, ein. Herr Scheck, Sie müssen schon zuhören. Ich habe gesagt, dass ich mich an dieses Buch sehr erinnert habe. Das heißt, ich habe Ihnen vor 3 Minuten gesagt, dieses Buch ist, glaube ich, psychologisch, Mensch, ist eine interessante Studie. Ich finde es sprachlich furchtbar, wobei man da immer noch sagen muss, vielleicht ist auch die Übersetzung aus dem Japanischen nicht ganz einfach. Also das, ich kann eben leider kein Japanisch, deshalb, das weiß ich nicht. Auf diese Aussage können wir uns auf jeden Fall verständigen. Auf die können wir uns einigen. Alle meine Übersetzungsversuche aus dem Japanischen haben dieses Ergebnis bisher ergeben. Ja. Gut, das heißt, wir sind mit unserem Hauptprogramm durch. Jetzt ist die Zeit für die berühmten Empfehlungen in 60 Sekunden. Jeder darf jetzt noch seinen ganz privaten Liebling der dann unbedingt ins Reisegepäck. Sie brauchen, Sie werden Übergepäck zahlen, ich schwöre es Ihnen. Frau von Lovenberg, fangen Sie an. Ja, unbedingt mit muss Nancy Mitford. Liebe unter kaltem Himmel, das ist gewissermaßen das leichte Gegenstück zu Hilary Mantel, eine weitere Britin. Es geht erneut um die höhere Gesellschaft. Es ist unglaublich amüsant, wenn sie zu mehreren verreisen kann, sozusagen. Der eine, der gerade Hilary Mantel nicht loslassen kann, kann dann Nancy Mitford lesen. Auch da gibt es großartige, witzige Dialoge.
Dialoge. Es geht um eine sehr schöne, sehr reiche Erbin, die natürlich von den Eltern standesgemäß verheiratet werden soll und die sich dagegen erfolgreich wehrt. Also auch dies ist nicht about a marriage made in heaven, ganz wie bei Heinrich dem VIII. Und Anne Boleyn. Es endet nicht ganz so brutal, aber auch nicht ohne. Und, aber die Morde werden hier wirklich nur mit der Zunge und den Lippen, also mit Worten, begangen. Und man amüsiert sich ganz großartig. Herr Mangold, Sie sind als Nächster dran. Wenn Sie auf Sex and Crime stehen, dann gibt es für diesen Sommerurlaub nur ein Buch. Und es heißt Die Nonnen von Sant'Ambrogio. Und geschrieben hat es, das wird Sie überraschen, ein Münsteraner Kirchenhistoriker. Johannes Paul II. Hat die Archive der Inquisition in den späten 90er Jahren öffnen lassen. Und Hubert Wolf, der Historiker, ist da reingegangen und hat eine unglaubliche Geschichte entdeckt und sie mit einer solchen Schmackhaftigkeit nacherzählt. Sie spielt um 1864 in Rom. Eine Nichte unseres letzten, eine Nichte des damaligen Kaisers, eine Herzogin von Hohenzollern-Sigmaringen, verliert ihren Ehemann, geht nach Rom in ein Klausurkloster. Und in diesem Klausurkloster herrscht Sodom und Gomorra, aber natürlich unter dem Stempel der Heiligkeit. Es gibt eine Novizenmeisterin, die sich die jungen Nonnen nachts in ihr Bett holen lässt, weil sie nach einem halben Jahr aber immer Überdruss hat, wechselt sie sie aus. Und erst durch dieses Auswechseln sind dann manche von diesen Nonnen so verletzt, dass sie anfangen zu rebellieren. So auch unsere Herzogin, die sich, weil sie als Hochadelige über gute Verbindung zum Vatikan verfügt, ein großes Schreiben aufsetzt und sagt, was ihr da alles passiert ist. Und es gibt nichts, was man sich im Sündenpfuhl vorstellt, was in diesem Klausurkloster nicht passiert ist. Es gab dann einen Inquisitionsprozess und im Vatikan wurde das alles zu heiß, sodass die Sache erst heute von dem glänzenden Erzähler Hubert Wolf aufgedeckt wurde. Das waren die etwas längeren 60 Sekunden von Ijoma Mangold. Dennis Scheck. Dies, meine Damen und Herren, ist der Stommelner Psalter. Den gibt es nur in der Synagoge in Stommeln bei Pulheim. Und die gute Nachricht, insbesondere für unsere schwäbischen Zuschauer, dieses Buch ist kostenlos dort erhältlich. Allerdings nur dort. Es wird nicht verschickt, es wird nicht versandt. Christoph Keller und Mirko Borsche, Buchdesigner, haben diesen Stommelner Psalter, zwei Künstler, entwickelt. Das ist Teil einer Kunstaktion, enthält 57 Psalmen, die Grundlage des Christentums, des Judentums. Ein Buch, das darüber Auskunft gibt, was kommt, was bleibt, was wird, was war. Ein Buch eingebunden in einen Carbon-Einband, normalerweise nur in Formel-1-Boliden oder hypermodernen Fahrrad. Reifen enthält nicht gedruckt in der Stommeln, einer Schrift eigens für dieses Buch entwickelt. Das Papier, der Einband, das ist eine kleine Erinnerung daran, warum wir diese schöne Spielliteratur überhaupt treiben. Und für mich eine der gelungensten Kunstaktionen überhaupt in Stommeln, in der Synagoge. Gehen Sie mal vorbei und holen sich Ihr Exemplar, solange der Vorrat reicht. Das Buch, das ich Ihnen zum Abschluss ans Herz legen möchte, können Sie ganz ordinär im Buchhandel käuflich erwerben. Es ist von Joachim Meyerhoff. Joachim Meyerhoff ist eigentlich kein Schriftsteller, sondern Schauspieler. Er war lange am Burgtheater, ist vielfach preisgekrönt, geht jetzt ans Deutsche Schauspielhaus nach Hamburg. Und er hat vor einigen Jahren mit einem sehr narzisstischen Projekt, kann man sagen, begonnen. Er hat sein Leben auf die Bühne gebracht. Er hat sein Leben erzählt. Hier geht er nun einen Schritt zurück in seine frühere Kindheit. Sein Vater war Direktor an einer Jugendpsychiatrie, Landespsychiatrie für Jugendliche und Kinder. Und Joachim Meyerhoff ist mit seiner Familie also auf diesem Gelände der Psychiatrie groß geworden. Es hat wirklich was von einem deutschen John Irving, finde ich. Es ist sehr, sehr komisch, dieses verrückte Familienleben. Es wird nie sozusagen, es kippt nie in die grelle Satire ab. Es wird nie kitschig, betulich. Es gibt wunderschöne Bilder, wenn dieser Junge dann findet, er vermisst das Geschrei der Verrückten auf dem Gelände, so wie Vögel in der Morgendämmerung ihre Geräusche machen. Er kann das genau sortieren, wie wer klingt. Es ist sehr anrührend. Der Vater ist eben, also in diesem Buch geht es zentral um den Tod des Vaters, der ein sehr lebenslustiger, sehr übergewichtiger, rauchender, deftiger Mann war, der am Schluss also sterben wird. Es geht um die cholerischen Anfälle, die der Junge quer durch das Buch hat, der ihn dann auch hat Schauspieler werden lassen, weil er mit diesem Zorn irgendwo hin musste.
Also für mich war es, außer dass ich wirklich finde, es ist der schönste Titel dieses Frühjahrsprogramm, Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Wirklich ein sehr, sehr kluger Titel. Für mich eines der schönsten Bücher aus dem deutschen Frühjahrsprogramm. Und es ist wirklich eine wundervolle Lektüre. Ich schwöre Ihnen, Sie werden wünschen, es wäre doppelt so lang gewesen. Das lässt sich auch über diese Sendung sagen, oder nicht? Doch, ich würde an dieser Stelle einfach sagen, ganz herzlichen Dank bei meiner Kollegin Felicitas von Lovenberg und den beiden Herren Scheck und Mangold. Vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich selbstverständlich auch. Sie sehen, der Tisch bricht fast zusammen. Wir haben über viele, viele Bücher heute geredet. Deshalb können Sie natürlich eine Bücherliste anfordern. Wie immer beim SWR-Zuschauerservice, Stichwort Literatur im Foyer in 76522 Baden-Baden. Oder Sie finden das Ganze im Internet unter swr.de/literatur-im-foyer. Und dort können Sie sich auch alles noch einmal als Video anschauen. Wir verabschieden uns nun mit der Literatur in die Sommerpause. Im September sind wir wieder da und bis dahin wünsche ich Ihnen, nehmen Sie ein gutes Buch mit ins Bett. Bücher schnarchen nicht.